Jo Freunde, herzlich willkommen zum neuen Video hier auf dem stunt-scooter.de Kanal. Heute haben Alex und ich eine richtig geile Sache für euch. Und zwar, vielleicht kennt ihr das, Kofferpacken oder Add-on. Wie das Ganze funktioniert, erklären wir euch gleich drin, denn da spielen wir die erste Runde. Let's go! Im Endeffekt funktioniert das Game so. Ich mache einen Trick vor, zum Beispiel ein Tail Whip in einer Rampe. Und danach kommt Danny, muss meinen Trick machen und direkt noch einen drauflegen. Und das heißt, wir machen das so weit, bis einer zum Beispiel den oder die Line nicht schafft. Deswegen, also das ist ein sehr spannendes Game. Das geht sehr auf Ausdauer, Freunde. So, wir haben gerade drinnen geguckt. Das ist sehr, sehr voll. Also ich würde sagen, wir stellen die Jungs erstmal nicht. Wir machen jetzt erstmal im Draußenbereich. Ich glaube, letztes Mal haben wir im Draußenbereich tatsächlich das nicht gemacht. Deswegen switchen wir jetzt einfach mal hierher und werden hier mal in dem Draußenpark hier mal das machen. Ich würde sagen, ich mache einfach einen Trick vor. Nein, das weißt du, wie wir erklären. Okay, let's go. Mann. Mann! Ich hab gesagt, ich fange an. Nur die Guten gewinnen hier immer, ja? Ich würde sagen, einfach mal als erstes ein Manual über die Curb. Ich glaube, das ist eigentlich ganz gut. Ich hoffe, ich schieße mir damit nicht selber ins Bein, weil Manual ist halt immer so ein Ding, kann man verkacken. Aber in den meisten Fällen schafft man das natürlich. Aber ja gut, wir versuchen erstmal. Oh! Ins Bein geschossen, weil ja, Manuals zum Anfang ist halt schon so ein Ding. Ich bin gespannt, was Danny als nächstes macht, weil jetzt muss er im Endeffekt einen Trick draufsetzen und danach geht's weiter. Ich mache natürlich hier den Manual als erstes und dann direkt, das ist eigentlich echt geil, weil hier ist alles so schön in der Reihe, mache ich einen Frontboard am Rail. Also jetzt hat er einen Frontboard gemacht. Ich bin gespannt, was heißt gespannt. Ich weiß nicht mal genau, was ich hier noch machen könnte danach. Aber wir haben natürlich noch das Hausdach und die Quarter da hinten. Ich würde sagen, ich mache als nächstes, nachdem ich das natürlich geschafft habe, wenn ich das schaffe, das wäre schön. Ich habe so überlegt, also von der Schnelligkeit her, glaube ich, ist das ein bisschen schlimm. Deswegen würde ich sagen, ich mache im Hausdach nicht über das Hausdach, sondern im 180-Hausdach. Ein 180-Bar-Twist. Oh. Oder 180-Bar-Twist? Ja, ich glaube schon. Oh! Das ist catchy. Also so, ob das ganz 90 war, weiß ich nicht, aber du kannst von mir aus gerne auch so ein 90 machen. Aber Hauptsache, da ist ein Bartwurst drin. Ich hoffe mal, ich schaffe die ganze Line. Aber falls ich sie schaffe und ich zurückkomme, mache ich hier einen Board Bar Spin. So, Manuel ist schon mal drin. Frontboard Bartwurst. Oh! Yes! Nein! Wo ist denn dein Trick? Oh mein Gott, ich habe so vercheckt. Also ich würde sagen, komm, also einen letzten gebe ich dir noch, weil du es jetzt komplett vercheckt hast. Aber beim zweiten Mal darfst du es jetzt natürlich nicht vergessen. Nee, das mache ich nicht. So, Manuel ist schon mal wieder drin. Bleib einfach hier mal stehen. Wir schauen. Bar Twist, ja. Sketchy, aber geil. Board, Bar. Okay. Ja. So, ich habe alles geschafft. Ich bin sehr gespannt auf Alex, die Line schafft. Also, ich lege dann natürlich auch noch einen drauf, wenn alles klappt. Ein Oppo T-Bill to 60 out. Und dann sind wir eigentlich wieder am Anfang und können dann auch wieder machen. Weil das Ding ist, das Game ist halt so, das ist echt auf Ausdauer ausgelegt. Weil du musst halt, desto mehr Tricks es werden, desto schwieriger wird es natürlich. Ich würde sagen, let's go. Ich versuche das einfach mal. Oh, Sketch. Oh, ja, weiter. Barspin auch. Oh. Ich muss ehrlich sagen, das war nicht die cleanste Runde von mir. Aber, ja, ich habe es geschafft. Jetzt kann Danny jetzt weitermachen. Oh. Ich bin sogar überzeugt, dass diese Line ihn ein bisschen so auf die Knie bringen wird. Ja, weil ich weiß nicht, was man danach noch machen kann. Also, ehrlich nicht vorstellen. Ich habe schon eine Idee. Wenn ich die Line geschafft habe, werde ich einfach ganz basic und double flat machen. Oh nee, das ist eklig. Okay, Frontboard, Bartwurst? Nein! Jetzt also Bartwurst verkackt, heißt 1-0 für mich. Also die Line ist leider verkackt jetzt und ich würde sagen, wir switchen einfach einmal in die Halle, wenn da natürlich ein bisschen weniger jetzt los ist und dann würde ich sagen, zweite Runde. Let's go! So, wir sind jetzt drin angekommen, ist jetzt ein bisschen leerer geworden zum Glück. Deswegen würde ich sagen, fangen wir direkt an. Wir sind hier bei der Bank to Bank. Hier kann man immer perfekte Lines machen. Ich fange einfach mal an, ganz easy mit einem Double Pro. Ich würde sagen, ja, Double Rope ist cool und machen wir natürlich was im Drop. Also Drop-In, Bar-Twist. Was ich draußen im One-Hate gemacht habe. Ich weiß, dass es dein Lieblingstrick ist, genau deswegen mache ich das. Oh! Double Rope muss ich sagen, ein bisschen gefailed. Ein bisschen eklig aufgekommen. Bar-Twist war schon gut. Deswegen Danny, let's go. Ich denke mal, ich werde die Line schaffen, hoffentlich.
Und mein nächster Trick wird dann ein 360 hoch sein. Oh, 360. Eklig. So, da hat alles geklappt, aber ich habe eine Befürchtung. Ich glaube, das wird richtig ausdauernd sein, wenn wir hier ganz viele Tricks machen. Ich würde sagen, nach dem 360 mache ich einfach mal ein Downfeeble Barspin. Das ist eigentlich ganz nice. Oh. Ja. Eigentlich fährt man ein bisschen gerade an. Diesmal war es ein bisschen schief. Egal, ich habe verkackt. Er steht 1-1. Und als nächstes wollten wir, glaube ich, 180 machen, ne? Ja. Wenn ich mich nicht täusche. Deswegen würde ich sagen, ich fange jetzt mal wieder an. Ich mache einen Lip Whip. Guter Anfang. Also war eigentlich ganz nice. Ich weiß nicht, wir können natürlich was in der Quarter auch machen, aber das wird, also 180 ist halt schon so ein Ausdauerding, weil da kann man sehr viel machen, vor allem Stalls, 180 Tricks, wie auch immer, aber es muss natürlich die Schnelligkeit reichen dafür. Dein Anfangstrick finde ich echt eklig, so den jetzt die ganze Zeit machen, aber okay, ich werde dann danach einen Downhill machen. Lief alles gut? Du bist Alex. Also mal gucken, Downhill ist es nicht mein Ding. Und ich würde sagen, als nächstes machen wir einfach auch einen Stall. Und zwar einen Salad to Lip. Also im Endeffekt Salad aufkommen und dann so in den Lip rüber switchen. Oh! Komm, weil ich so nett bin und du mir draußen auch zwei Tries gegeben hast, gebe ich dir auch nochmal einen. Ja? Der erste Try, weiß ich nicht, was da los war mit dem Downhill, aber selbst mit dem ersten Trick, komplett eklig, komplett sketchy, aber ja gut, Danny als nächstes rein, ich bin gespannt. Wenn ich die Line schaffe, will ich mal ein 180 Bar Bar machen. Ja, der ist schon mal drin. Ich hatte wirklich Angst, dass ich was verkacke, aber er ist geschafft zum Glück. Ich würde sagen, nach dem 180 Baba mache ich mal in dieser Quarter jetzt mal kein Stall, sondern mal ein Finger Whip. Oh. Also ich hoffe, ich schaffe überhaupt die ganzen Tricks da, weil das muss selber gerade erstmal überlegen, was ich jetzt machen muss. Ja? Verkackt. Also mit einer Hand gelandet und ich habe die Runde Add-on leider verkackt, aber Freunde, wenn euch das Video gefallen hat, schreibt auf jeden Fall einen Kommentar, was ihr von dem haltet, ob wir noch eine Runde spielen sollten, vielleicht mit Dean, Janik, wie auch immer, vielleicht mit anderen cooler Fahrern. Auf jeden Fall, Freunde, in dem Sinne, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.